Habt ihr ja gerade gehört, was passiert ist? Ein Baby hat angefangen zu weinen. Das versteht ihr ja immer noch nicht, oder? Das versteht ihr ja immer noch nicht. Guten Tag, guten Morgen, liebe Geschwister. Geht's euch gut? Geht, oder? Wer ist erfüllt? Come state bene? Chi è riempito? Wer ist erfüllt? Chi è riempito? Keiner von euch heute. Nessuno. Ich bin erfüllt. Io sono riempito. Gott möchte euch erfüllen. Dio vuole riempirci. Gott möchte uns erfüllen. Dio vuole riempirci. Er ist gekommen. Lui è venuto. Um euch was zu geben. Per darvi qualcosa. Was zu geben. Cosa? Leben. Vita. Im Überfluss. In abbondanza. Und habe ich manchmal wirklich den Eindruck, e a volte ho l'impressione, dass wir auf Sparflamme leben. Che noi viviamo a metà. Auf eine Sparflamme, auf Minimum. Al minimo. Überleben wir. Quello che basta. Wir überleben oft. Quello che basta. Wir leben nicht, sondern wir überleben. Non viviamo, ma sopravviviamo. Wisst ihr, kennt ihr den Unterschied? Conoscete la differenza? Den Unterschied von Leben und Überleben. Differenza tra vivere e sopravvivere. Wenn du lebst, wenn du erfüllt bist, se tu vivi e sei riempito, dann kannst du aufstehen und nach vorne schauen. Puoi alzarti e guardare avanti. Du kannst deine Problematik auf Seite schieben. Puoi togliere i problemi e metterli da parte. Und du kannst nach vorne schauen, du kannst auf Jesus schauen. E puoi guardare a Gesù, puoi guardare avanti. Du kannst leben, du hast Freude. Puoi vivere di gioia. Du kannst sehen, wie Gott sieht. Puoi vedere come Dio vede. Du kannst denken, wie Gott denkt. Puoi pensare come Dio pensa. Amen. Amen. Stimmt das? Oder stimmt es etwa nicht? Oh, non è vero questo. Das stimmt. È vero. Aber wenn wir überleben, ma quando noi sopravviviamo, dann haben wir keine Sicht mehr. Non abbiamo più visione. Amen. Wir sehen nicht mehr. Non vediamo più. Wir haben keinen Plan mehr. Non abbiamo più la direttiva. Wir wissen nicht mehr, wo unser Fixpunkt ist. Non sappiamo più dove la direttiva. Wo ist unser Ziel? Was unser Ziel ist? Qual è la nostra meta? Was wir zu tun haben, was wir machen sollen. Quello che dobbiamo fare. Und diese Welt unterdrückt uns, er bringt uns immer mehr runter. Questo mondo ci tira sempre più giù. Und wenn ihr euch erinnert an meine letzten Predigt, habe ich auch über diesen Punkt geredet. E se vi ricordate dell'ultima predica, ho parlato anche di questo punto. Dass wir nicht dieser Welt gehören. Che noi non apparteniamo a questo mondo. Und dass wir befreit werden sollen von dieser Welt. E che noi dobbiamo essere liberati da questo mondo. Fleischlich gesehen, dieser Welt gehört uns nicht. Perché questo mondo non ci appartiene. Amen. Aber geistlich gesehen, nello spirito però, wir leben in dieser Welt. Noi viviamo in questo mondo. Und Gott hat uns da hingesetzt, e Dio ci ha messo in un posto, damit wir weiter vorankommen. Di modo che noi andiamo avanti. Für unser Leben. Per la nostra vita. Und für den Nächsten. E per il nostro prossimo. Und unser Nächster ist auch diese Welt. E il nostro prossimo è in questo mondo. Amen. Wir wollen diese Welt erreichen. Noi vogliamo raggiungere questo mondo. Wer möchte diese Welt erreichen? Chi vuole raggiungere questo mondo? Wer möchte sein Leben ab und zu, chi vuole la sua vita, ich sage ab und zu, auf Seite schieben, metterla da parte, und uns für den Nächsten uns beschäftigen, e lavorare per il nostro prossimo, für unser Nächste zu sehen, per guardare il nostro prossimo. Wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Sapete cosa ha detto Paolo? Paulus sagte, ich als Gefangener, dice io da prigioniero, ich als Gefangener komme zu euch, io da prigioniero vengo a voi, und schreibe euch diese Briefe. E vi ho scritto queste lettere. In der heutigen Zeit hätte man vielleicht SMS oder E-Mail geschrieben. In questo geht schneller. Tempo magari possiamo scrivere un messaggio. Aber o un SMS. Aber diese Briefe weitergegeben an die Korinther, an die Kolosser. Ma ha scritto queste lettere ai Corinzi,
a Colossesi. Und er hat die Briefe geschrieben und hat gesagt, ich als Gefangener Jesu Christi. E ha scritto, io prigioniero di Gesù Cristo, komme zu euch, vengo a voi, und möchte euch ermutigen, e voglio incoraggiarvi, möchte euch ermutigen, voglio incoraggiarvi. Wie oft stehen wir, quante volte siamo noi, in einem Punkt in unserem Leben, in un punto nella nostra vita, wo wir auch vielleicht gefangen sind, dove siamo anche prigionieri, und wir nur auf uns schauen. E guardiamo solo a noi stessi. Wir sind verzweifelt. Siamo scoraggiati. Wir sind gefangen. Siamo prigionieri. Und wir können nicht mehr sehen. E non vediamo più. Wir sehen nicht, was wir tun sollen. Non vediamo più quello che dobbiamo fare. Und das ist ein Punkt, wo mir ich jetzt die letzten Wochen beschäftigt hat. E questo è un punto che nelle scorse settimane mi ha dato da riflettere. Wo ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht habe, gesagt, Herr, was möchtest du eigentlich uns wirklich mitteilen, sagen, Herr? Ho detto, Signore, cosa mi vuoi dire con questo? Was möchtest du an deine Gemeinde weitergeben? Cosa was möchtest du an deine Kinder tun, Herr? Vuoi dare tu alla tua chiesa? Cosa vuoi dare tu ai tuoi figli? Weil oft sind wir auch selbst gefangen. Perché a volte siamo noi stessi prigionieri. Auch wenn es zum Beispiel auch um Predigen geht. Anche se si tratta di predicare. Wir denken uns, wir brauchen immer mehr Erkenntnis, um was Spektakuläres weiterzugeben. Pensiamo sempre di avere qualcosa di spettacolare per darlo avanti. Ich sehe ein bisschen in die Welt hinaus und schaue ich viele Prediger und viele Pastoren. Vedo molte predicazioni, molti pastori. Und das ermutigt mich und das begeistert mich. E mi incoraggio. In welchem Niveau manche Leute sind. E anche nella situazione dove si trova ognuno. Wo die Gemeinde fähig ist, die Dinge aufzunehmen, aufzusaugen. E anche come la comunità è disponibile a ricevere il messaggio. Ich habe auch einen Prediger, den ich gerne mag, und das höre ich ab und zu. E c'è un predicatore che lo ascolto molto volentieri. Und dann denke ich mir, wow, der predigt immer über, meistens über die Lehren. E questo predicatore predica molto sugli insegnamenti. Er lehrt mehr als predigen, kann man sagen. Più che altro lui insegna. Und dann denke ich mir, ja, aber Herr, was möchtest du eigentlich deine Gemeinde sagen? Ma io mi sono detto, Signore, cosa vuoi che io dica? Cosa vuoi che dice la tua chiesa? Was möchtest du an deine Kinder weitergeben? Cosa vuoi tu dare oggi ai tuoi figli? Wisst ihr, der Geist ist immer derselbe. E sapete, lo spirito è sempre uguale. Wisst ihr das? Lo sapete. Der Geist spricht immer dasselbe. Lo Spirito Santo parla sempre. Auf der ganzen Welt hinaus. In tutto il mondo. Auf der ganzen Welt in hinaus. Tutto il mondo. Der Geist Christi spricht immer über das Gleiche hinaus. Lo Spirito Santo parla in tutto il mondo lo stesso messaggio. Und wenn wir ein bisschen sensibel sind für ihn. E se siamo sensibili a lui. Sehen und hören wir, was er zu sagen hat. E ascoltiamo ciò che lui ha da dire. Stimmt das? È vero? Was hat Gott gesagt? Cosa ha detto was sagte Jesus? Cosa ha detto Gesù? Wer Ohr hört, chi hört, ha orecchie, was der Geist der Gemeinde ascolti zu sagen hat. Ciò che lo Spirito ha da dire alla Chiesa. Und ich dachte, Herr, e io ho detto, Signore, ich möchte Ohren haben und hören, was du io voglio avere geben orecchie möchtest. Per ascoltare ciò che tu vuoi darci. Was du uns geben möchtest. Ciò che tu vuoi darci. Nicht was du in Berlin machen möchtest. Non ciò che tu vuoi fare a Berlino. Nicht was du drüber hinaus machen möchtest. Non ciò che tu vuoi fare all'altra estremità della terra. Das erfreut mich, das begeistert mich, wenn Gott etwas Wunderbares tut. Contento di tutto quello che fai in tutte le parti del mondo. Aber ich möchte hören, was du. Ma voglio sapere cosa tu zu sagen hast hai uns da dirci oggi, adesso, precisamente nella mia vita. Versteht ihr, was ich meine, Geschwister? Capite cosa intendo dire? Wir sind oft so geprägt. Siamo a volte presi. Wir sind so geprägt, dass wir ein bisschen was anderes hören wollen von dem, was wir schon gehört haben. Vogliamo a volte ascoltare magari qualche altra cosa di diverso. Geht's euch auch nicht so ab und zu? Ecco, capite cosa intendo? Wir denken uns, ah, das kenne ich schon.
diciamo, ah, questa la conosco. Das weiß ich ja schon. Ah, questo la so. Ja, die Bibelstelle kenne ich ja schon. Vor 10 Jahren wurde auch darüber gepredigt. Ah, sì, 10 anni fa l'ho sentito anche io questa predica su questo punto. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Ma questo non è quello che Dio vuole. Und wenn Gott sagt, du musst 10-mal hintereinander das predigen, dann predigen wir das Gleiche immer se wieder. Se Dio ci dice che 10 volte di seguito dobbiamo predicare su un messaggio, noi predichiamo 10 volte lo stesso messaggio. Dann bedeutet, dass der Herr etwas zu tun hat, arbeiten möchte in uns. Perché lo Spirito Santo ha da parlare su questo messaggio. Gott möchte an dich und mich arbeiten. Dio vuole lavorare in te. Er ist Tag und Nacht da, an uns arbeiten. E vuole parlare a noi. Arbeiten. Parlare a noi. Arbeiten. Lavorare a noi. Amen. Und Gott ist hier. Dio è qui. Heute, ich hätte bald gesagt heute Abend von lauter Gewohnheit. Stavo dicendo questa sera, ma siamo di mattina. Aber es ist früh morgen, es ist Sonntag. Amen. Aber das ist, was der Geist heute uns mitteilen möchte. Cioè, questo è ciò che lo Spirito vuole rivelarci. Wir haben uns auch vor ein paar Tagen und Wochen auch mit meinem Cousin oder bestimmten Freundeskreis auch mal darüber auch unterhalten, über bestimmte Dinge. Abbiamo parlato con amici, cugini su alcuni punti. Und ich wusste, dass das dran ist. E sapevo che questo era il messaggio. Weil ich wusste, dass der Herr wirklich etwas zu tun hat. Perché sapevo che Dio ha a che fare qualcosa. Wenn ihr euch erinnert, habe ich euch schon vor Monaten schon gesagt. Se voi vi ricordate, mesi fa vi ho detto, dass ich ab und zu zwischen uns wie eine Wand sehe. Che a volte vedo un muro di fronte a noi. Ich sehe eine Wand vedo vor uns. Un muro dinanzi a noi. Bruder Harald, mein Bruder Harald, machen wir das später, okay? Hören wir, was der Geist zu sagen hat. Ascoltiamo ciò che lo Spirito da dirci. Und ich dachte mir die ganze Zeit, e mi pensavo tutto il tempo, Herr, was möchtest du deine Gemeinde tun, Herr? Cosa vuoi tu dare alla tua Chiesa? Und ich, wie ich oft jetzt vorhin auch gesagt habe, ich habe oft wie eine Wand vor unserer Mitte gesehen. Dico che ho visto come un muro dinanzi a noi. Eine Wand, un muro, die wir nicht durchbrechen konnten. Che non riusciamo a distruggere. Eine Wand, die wir nicht drüber hinausgehen können. Un muro in cui non riusciamo a saltarlo. Ist ein bisschen zu hoch wahrscheinlich für un muro uns. Che è alto per noi. Und als ich mich bekehrt habe, e quando io mi sono convertito, als ich zu Gott kam, quando io mi sono avvicinato a Dio, ich habe das nicht so mit dem Gebet gehabt. Non avevo così, non ce l'avevo tanto col pregare. Ich habe gebetet und es war schön, in die Nähe Gottes zu beten. Pregavo, auch. Sì, va bene. Aber das, was ich wirklich geliebt habe und immer noch heute liebe, ist Lobpreis und Anbetung. Quello che mi piaceva e quello che mi piace anche oggi è lodare il Signore e innalzarlo. Wer liebt es? Chi ama ciò? Ich liebe Jesus anzubeten, in seiner Amo Nähe zu sein. Innalzare Dio, essere nella sua presenza. Und wenn du in dieser Nähe Gottes bist, e quando tu sei in questa presenza, bekommst du Erkenntnisse, ricevi rivelazione da Dio. Gott zeigt dir Dinge. Dio ti mostra delle cose. Zeigt auch, dass er dich liebt. Ti mostra sicuramente che ti ama. Was er tun möchte. Ti mostra ciò che lui vuole fare. Und all diese Dinge. E tutte queste cose. Und das habe ich wirklich geliebt. E questo io l'ho amato. Und als ich mich dann, ja, wie ich sagte, zu Gott kam. E come ho detto, quando poi mi sono convertito. Habe ich auch angefangen damals mit der alten, wo wir noch Existierplatz waren, auch im Lobpreisteam mitzumachen. Mi ricordo che ho cominciato anche a cantare lì al Existierplatz. Und wir waren eine super Truppe damals auch. E mi ricordo a quei tempi eravamo un bel gruppo di lode. Und wir haben zusammen Gott Anbetung gegeben und Lobpreis gegeben. E lodavamo Dio e innalzavamo il Signore. Und dann kam ein Punkt in meinem Leben. E poi venne un punto nella mia vita. Wo Gott gesagt hat, okay,
Die Gruppe ist jetzt weg. Dove ho capito il gruppo non c'è più. Jetzt bist du da eingesetzt. Adesso tu sei messo in ciò. Ich habe diesen Dienst angenommen oder genommen, ohne dass ich das überhaupt gemerkt habe. Ho preso a fare parte di questo servizio senza che me ne sono accorto di ciò. Und ich sage immer wieder, das ist oft der Unterschied. E questo è a volte la differenza. Wenn du einen Dienst vom Herzen wünschst, was Gott dir geben möchte. Quando tu desideri un servizio da parte di Dio. Und wenn Gott etwas für dich vorbereitet hat, was du tun sollst. E quando Dio sta preparando qualcosa che tu devi fare. Amen. Verstanden? Capite? Das, was Gott für dich vorbereitet hat, ist das Wichtigste und nicht das, was du dir vorstellst, was Gott in deinem Leben tun soll. Quello che Dio già ha preparato per te, che è nel suo piano, questo è importante, non il tuo desiderio. Wandle in diese Gaben. Agisci in quel dono che Dio ti ha dato. Wandle in diese Gaben und sag nicht, Herr, ich habe mir aber von dir was anderes vorgestellt. Non dire al Signore, Signore, ma mi immaginavo tutta un'altra cosa. Ich dachte von mir, du machst mir einen großen Prediger, dass ich in den draußen gehe und predige, Herr. Fai di me un grande evangelista, predicatore. Das soll auch sein, kein Problem. Perché no? Aber du sollst in die Gaben wandeln und gehen, ma die Gott dir geben möchte. Cominciare a camminare sul doni che Dio ha messo und dentro ohne, di te. Dass du die Dinge merkst, werden die Dinge auf e dich tu kommen. Ti accorgerai von che alleine. Senza che te ne accorgi, tu ti troverai nel bel mezzo del suo servizio. Auf jeden Fall, Gott schenkte mir diesen Dienst. Dio mi ha dato questo servizio. Und am Anfang gaben schon ein paar Zweifelungen. E dentro di me all'inizio c'erano dei dubbi. Und ich dachte mir, Herr, was soll ich tun oder wie soll ich handeln? Wie soll ich? Du kennst mich doch. Ich bin manchmal ein bisschen, drüber hinaus. Ja. Signore, tu mi conosci. Und ich dachte mir, wie soll ich die Dinge, wie soll ich umgehen mit diesen Dingen, Herr? Come devo agire con, come devo agire con questa wie cosa? Soll ich ansetzen oder wie, wo soll ich da einsetzen oder dazu singen? Wie soll ich das singen oder da, in diese Passage? Wie soll ich da umgehen, Herr? Come devo comportarmi da un passaggio all'altro, eccetera. Was ich euch sagen möchte, ist, dass ich mir zu viele Gedanken gemacht habe. Quello che vi voglio dire è che mi sono fatte troppe domande. Bis Gott gesagt hat, jetzt fang einfach an und das kommt von alleine. Finché Dio mi ha detto, comincia e tutto avverrà da sé. Und ich habe angefangen, Gott zu loben und Gott zu preisen. E ho cominciato a lodare Dio e innalzarlo. Ich habe gesagt, Christian, du musst auch mit mir irgendwie klarkommen. Ci ho detto, Christian, dobbiamo in un qual maniera lavorare bene insieme. Weil es ist anders, wenn du Gitarre spielst und Anbetung und Lobpreis machst und wenn du nicht spielst und derjenige mit dir kommen muss. E bisogna avere una certa sintonia nel servizio. Ja, du musst ihn verstehen, er muss dir auch im Geist sein, damit er versteht, wo du hinausgehen möchtest. Dobbiamo capirci a vicenda nello spirito. Versteht ihr mich? Capite? Wir müssen eins im Geist sein, wir müssen uns dobbiamo verstehen. Essere uno nello spirito. Amen. Und so ist es auch mit der Gemeinde Gottes, wir sollen eins sein. E così è anche nella comunità. Eins sein und müssen uns verstehen. Dobbiamo essere uno e dobbiamo capirci. Kurz gefasst, in poche parole, Gott gab mir ein Wort, wo ich gelesen habe. Dio mi ha dato una parola dove io ho letto. Und da fangen wir jetzt erst einmal an. E questa la voglio leggere. Gehen wir alle, die eine Bibel haben, in Apostelgeschichte 16. Andiamo in Atti degli Apostoli 16. Und lesen wir ab dem Vers 16. E leggiamo dal verso 16. 26. Fino a 26. Wir haben heute keine Leinwand, aber ich werde es lesen. Ah, io lo leggo in tedesco e Giuseppe lo traduce. C'è una Bibbia italiana qualcuno? La traduco io, mentre tu leggi traduco. Okay, facciamo verso a verso. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Mentre che eravamo nel cammino, ci ha incontrato una schiava che era indemoniata. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihre Besitzern viel Geld ein. Lei poteva leggere il futuro e portava ai suoi padroni molti denari.
Die Frau lief hinter Paulus und uns andere her und schrie. La donna gridava dietro a Paolo e dietro a noi. Und schrie. E gridava. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Ascoltateli, questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi insegnano la via della salvezza. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. E tutto ciò succedeva molti giorni, succedeva la stessa cosa. Er wandte sich zu der Frau und befahl den Dämon. Im Namen Jesu Christi verlasse diese Frau. Un giorno Paolo si stufò talmente tanto che si girò sul demone e gli disse: lascia questa donna. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. In nello stesso momento il demone lasciò la donna. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihnen nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die Apostel auf dem Marktplatz zu Stadtbehörden. E quando i padroni di questa schiava che leggeva il futuro non poteva più leggere il futuro e non portava più soldi per i loro padroni andarono da Paolo e Sira e li portarono a una parte. Diese Männer bringen unsere Stadt im Aufruhr, beschuldigte man sich vor den obersten Beamten der Stadt. Dinanzi al Sinedrium l'hanno portata, hanno detto: questi uomini sono uomini che mettono scompuglio nella nostra città. Es sind Juden. Sono Giudei. Sie wollen hier Sitten einführen, die gegen das römische Recht verstoßen. Vogliono mettere leggi che sono contro le leggi romane. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. E tutte le persone si misero contro Paolo e Sila. Und die obersten Beamten der Stadt ließen die beiden die Kleider vom Leib reißen und sie auspeitschen. E le persone insieme al Sinedrio hanno tolto i vestiti a Paolo e Sila e li hanno fatti frustare. Nachdem sie so misshandelt worden waren, e dopo che sono stati frustrati, warf man sie ins Gefängnis und gab den Aufseher die Einweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Sono stati messi in galera e gli è stato dato a quello che stava attento al carcere di stare molto attenti a loro. Also sperrte er sie in die sichersten Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Quindi sono stati incarcerati e anche i loro piedi incatenati a un pezzo di legno. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. E verso mezzanotte Paolo e Sila pregavano. Sie lobten Gott laut. Lodavano Dio und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. E le altre persone che erano in galera ascoltavano la loro lode. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauer. E a tutto ad un tratto venne un grande terremoto che scossò le mura. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. E le catene degli incatenati si è distrutta e tutte le porte dei carceri si sono aperte. Amen. Amen. Es ist ein Wort, den wir kennen. Amen. È una parola che tutti noi conosciamo. Amen. Es ist eine Geschichte, die immer uns begeistert. È una storia che conosciamo, che ci fa vedere la gloria di Dio. Aber oft, ma spesso, in der Realität, nella realtà, in unserem Leben, nella nostra vita, fehlt. Manca. Es fehlt. Manca. Amen. Fehlt vieles. Manca molto. Es gibt bestimmte Bereiche, die mich wirklich die Augen geöffnet haben. Ci sono alcuni passi in questa scrittura che mi hanno aperto gli occhi. Und heute möchte ich, dass wir auch uns ein bisschen identifizieren mit dem, was Paulus und Silas durchgemacht haben. E oggi voglio che ci identifichiamo un po' ciò che Paolo e Sila avevano passato. Ihr kennt es, dass wenn euch jemand sagt, macht die Augen zu und stellt euch eine Insel vor. Voi sapete che se uno dice chiudete gli occhi e immaginatevi un'isola. Und du machst die Augen zu und du denkst an eine Insel, dann siehst du eine Insel. E tu chiudi gli occhi, ti immagini un'isola e magari vedi un'isola. Kennst du sowas? Capisci? Manchmal sage ich, denke an Sizilien, an deine Heimatstadt. Mache meine Augen zu und sehe mein Haus. Se tu pensi, se io penso in Sicilia e chiudo i miei occhi, vedo casa mia. Sehe ich mein Meer. Vedo il mare di casa mia. Dass ich schon 6 Jahre nicht mehr da war. Che già 6 anni non sto scendendo. Aber Spaß beiseite, du machst die Augen zu, du stellst dir etwas vor.
tu ti immagini qualcosa und du siehst die Dinge. E tu vedi le cose. Amen. Amen. Und heute möchte ich, dass du auch deine Augen zumachst. E oggi voglio che tu chiudi i tuoi occhi und deinen Ohren aufmachst e che apri il tuo orecchio und hörst und siehst e ascolti e vedi und du dich identifizieren kannst e mit Paulus und Silas. Identificare con Paolo e Sila. Amen. Amen. Wir sind den ersten Aspekt. Siamo nel primo aspetto. Du musst dir vorstellen, Paulus und Silas gehen auf dem Weg. Ti devi immaginare Paolo e Sila sono nella via. Zu einer Gebetstätte. Stanno andando in una città di preghiera. Stell dir mal vor, du willst in Gebetsabend kommen. Immaginati che tu stai andando nella casa di preghiera. Du kommst gerade von der Arbeit. Vieni dal lavoro. Frisch geduscht. Ti sei fatta la doccia. Spero che ti sei fatta la doccia. Dann bist du auf dem Weg und du willst im Gebetsabend gehen. E vuoi andare nella casa di preghiera. Du gehst auf diesem Weg, du steigst in deinem Auto ein. Entri nella tua macchina, vai in casa di preghiera. Und du fährst los. E cammini. Plötzlich begegnet dich eine Sklavin. Ad un colpo tu vedi una donna, una stregona, una schiava. Die von einem Dämon besessen che ist. È presa da un demone. Und jetzt sieht es in deinem Leben. Du siehst nicht unbedingt eine Frau, die besessen ist. E magari non vedi una donna indemoniata. Du siehst ein Obdachlose. Ma vedi un senza tetto. Du siehst jemand, der wo Hilfe braucht. Vedi qualcuno che ha bisogno d'aiuto. Jemand, der wo vielleicht drogenabhängig ist. Forse vedi un drogato. Du siehst jemanden, der einfach Hilfe braucht. Vedi qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto. Und du gehst diesen Weg und du beobachtest die gar nicht. E tu cammini per questa via e magari non ci fai nemmeno caso. Plötzlich nächste Woche passiert, dass du wieder in Gebetsabend gehen möchtest. La settimana prossima poi vuoi andare di nuovo in la chiesa di preghiera. Und plötzlich, wie der Zufall will, ob das ein Zufall ist, lasse ich euch überlassen. Siehst du plötzlich wieder diese Frau oder diesen Mann? E vai di nuovo e mentre che vai vedi di nuovo questa persona. Und du siehst wieder die gleiche Person. E vedi di nuovo la stessa persona. Die wo Hilfe braucht. Che ha bisogno del tuo aiuto. Und du ignorierst wieder die Sache und gehst wieder weg. E ignori di nuovo la situazione e vai di nuovo avanti. Dann passiert es zum dritten Mal. E capita per la terza volta. Die gleiche identische Situation. La stessa situazione. Und dann möchtest du plötzlich dieser Person helfen. E tu vuoi aiutare questa persona. Gott spricht zu deinem Herzen und sagt, mach das oder das oder das. Dio parla al tuo cuore e ti dice, fai questo, questo o questo. Du bietest deine Hilfe an. Tu dai il tuo aiuto. Du tust etwas Gutes. Tu vuoi fare qualcosa di buono. Und du hilfst. E tu aiuti. Und was passiert danach? E cosa succede dopo? Die Frau oder der Mann questa persona wird an seine Not wirklich geholfen. Viene aiutata nel suo problema. Egal was es ist. È uguale che cosa sia. Amen. Egal was es für ein Problem ist. È uguale che cosa sia il problema. Und plötzlich e poi sieht dich jemand. Ti vede qualcuno. Vielleicht ein Mensch, der wo nicht gläubig ist. Sicuramente qualcuno che non è credente. Wir leben hier in Deutschland und in Europa. E noi viviamo in Germania, qui in Europa. Und wir können wirklich Gott sei Dank sagen, dass es uns nicht so schlecht geht. E possiamo dire grazie a Dio che non che stiamo bene. Erkennst du das? Lo riconosci uns ciò? Uns geht's gut. Stiamo bene. Sehr gut. Molto bene. Sehr, sehr gut. Molto, molto bene. Und du gehst, und du gehst. E tu vai. Und plötzlich kommt jemand zu dir, ein Ungläubiger. E viene qualcuno da te, un non nimmt credente. Nimmt dich. Ti prende, weil du etwas Gutes getan e hast. Perché hai fatto qualcosa di buono. Und du gehst und du wirst ausgepeitscht oder du wirst geschlagen. E vieni picchiato o vieni frustrato. Ist es nicht verrückt? Non è qualcosa di paradosso? Ist es nicht eine verrückte Sache? Non è qualcosa di pazzo? Und oft e sehe spesso ich mich und uns in die gleiche Situation. Vedo noi nella stessa situazione. Wie oft ist euch passiert? Quante volte è successo a voi? Dass du etwas Gutes getan hast? Che fai qualcosa di bene?
nichts gedacht hast, was schlimmer darin sein könnte. Non ti sei pensato nemmeno che c'è qualcosa di bene. Und plötzlich kommt jemand zu dir. E viene qualcuno da te. Und sagt. E ti dice. Also, das hätte ich nicht so gemacht. E ti dice io così non l'avrei fatto. Du weißt gar nicht, was in seinem Leben ist. Tu non sai nemmeno cosa c'è dentro di lui. Du weißt gar nicht, was er uns angetan hat. Tu non sai, was er uns angetan hat. Die Person uns angetan hat. Tu non sai nemmeno cosa ci ha fatto. Die Person, die du geholfen hast. La persona che tu hai aiutato. Das ist vielleicht ein Vergewaltiger. Forse è un violentatore. Er ist vielleicht ein Mörder, egal was forse es ist. Forse è uguale che tipo di persona è. Es ist ein Beispiel. È solo un esempio. Du weißt nicht, was diese Person jemanden tu angetan non hat. Non conosci quella persona, non sai cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Und jetzt frage ich mich, interessiert mich wirklich, was diese Person getan hat? E adesso la mia risposta è: interessa a noi cosa quella persona ha fatto? Hat Jesus die Dinge gesehen, die in seinem Leben sind von einer Person und verurteilt? Ha Gesù guardato la persona o il suo peccato? Hat Jesus diese Frau, ha Gesù questa donna, die Sünde angerechnet, gesehen? Ha visto il peccato di questa donna? Oder hat Jesus dann einfach nur gesagt, wer ohne Sünde ist, wirf den ersten Stein? O ha Gesù detto, chi è senza peccato, scagli la prima pietra? Amen. Das war Barmherzigkeit. Era misericordia. Es war Erkenntnis Gottes, er war Gott, eins era mit Gott. Una es war Liebe. Di Dio. Es war Liebe. Era amore. Er sieht nicht, was du getan hast. Lui non vede ciò che hai fatto. Sondern er sieht in deinem Inneren. Was, lui vede dentro di te ciò che hai dass di bisogno. Du ihn brauchst. Che tu hai bisogno di dass lui. Du Jesus brauchst. Che tu hai bisogno di Gesù. Aber wir wollen jetzt nicht diese Sache anschauen. Wir wollen jetzt genau die Sache beobachten, was du an diese Person getan hast. Ma adesso voglio andare su questo punto. Tu hai aiutato questa persona. Du hast jemanden Gutes getan. Tu hai fatto qualcosa di buono. Und jemand verurteilt dich, weil du was Gutes getan hast. E un terzo ti giudica. Das ist genau was Paulus geschehen ist. Amen. Questo è quello che ha scritto Paolo. Paulus hat gesehen, die Frau ist besessen. Paolo ha visto quella donna. Paulus hat gesehen im Geist, diese Frau braucht Befreiung. Ha visto questa donna ha bisogno di liberazione. Die hat nichts anderes gedacht. Non ha pensato ad altro. Was die anderen über mich denken. Ciò che gli altri pensano. Sondern er hat gedacht, diese Frau braucht Befreiung. Und in Jesu Namen soll die Frau besessen, muss befreit werden. E nel nome di Gesù quello spirito lasciò quella donna. Amen. 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 Sind wir noch da? Siamo ancora qua? Ich bin bald fertig. So wie mein Bruder sagt, in zwei Stunden bin ich fertig. Ho quasi terminato. Wenn jemand Hunger hat, kann warten. Nein, Geschwister, jetzt bleiben wir da, wo wir waren. Wir sehen, dass jemand etwas Gutes getan hat. Noi vediamo che qualcuno che hai fatto qualcosa di buono a qualcuno. Wie oft passiert in deinem Leben, dass du etwas Gutes getan hast? E quante volte facciamo qualcosa di buono? Und du siehst, dass du nicht das Gute wieder bekommst. E vediamo che il buono non è ritornato indietro. Du bekommst nichts Gutes wieder. Non ricevi la ricompensa indietro. Wie geht's dir dabei? E come stai? Dir geht's schlecht. Stai male in ciò. Amen. Dir geht's schlecht. Non stai bene in ciò. Du kannst über die Dinge gar nicht ab und zu nicht einmal umgehen. Non sai nemmeno come devi reagire in du ciò. Du fühlst dich verletzt. Ti senti ferito. Ist es nicht so? Non è così? Und jetzt frage ich mich. E adesso mi domando. Woher kommt die Belohnung? Da dove riceviamo noi la nostra ricompensa? Bekommen wir die Belohnung von Menschen? Riceviamo la nostra ricompensa dagli uomini? Oder belohnt uns Gott? O riceviamo la nostra ricompensa da Dio? Von wem erwartest du? Da chi ti aspetti la ricompensa o il ringraziamento? Wartest du, dass die Menschen dir sagen, was du Gutes getan hast? Ti aspetti che le persone ti dicono ciò che hai fatto di buono? Dass die Menschen dir sagen, das hast du prima gemacht. Che gli uomini ti dicono questo l'hai fatto buono? Dass du sagen kannst, oh, danke schön. Che puoi dire sì, grazie.
Oder erwartest du, dass Gott dir belohnt? O ti aspetti che Dio ti ricambia? Und Gott ist derjenige, der deine Belohnung sein wird in deinem Dio Leben. Dio è la tua ricompensa. Und ich weiß, dass dieses Wort für jeden einzelnen von uns ist. E io so che questa parola oggi è per ognuno di noi. Egal wie oft du das gehört hast. È uguale quante volte l'hai sentita. Heute ist der Tag, den der Herr persönlich nochmal sagt. Ed è il giorno in cui Dio te lo ripete un'altra volta. Ich bin deine Belohnung. Io sono la tua ricompensa. Die Menschen können dir nichts geben, was du und deinen Herzen Freude, Friede geben können. Le persone non ti possono dare ciò che ti aspetti. Erwarte nicht Dinge von deinen Eltern, erwarte nicht Dinge von deinen Nächsten, erwarte, dass Gott deine Belohnung non ti aspettare geben qualcosa dai tuoi genitori, non ti aspettare qualcosa dal tuo Amen. Prossimo, aspettati qualcosa di grande da Dio. Und Paulus e Paolo hat was Gutes getan. Ha fatto qualcosa di buono. Paulus hat die Konsequenzen gezogen. E Paolo ha avuto anche delle conseguenze. Indem er das getan hat, in quello che poi lui ha fatto, ist etwas passiert. È successo qualcosa. Er bekam Schläge. Ha ricevuto frustrate, botte. Wie oft bekommst du geistliche Schläge in deinem Inneren? Quante volte magari è capitato a te che prendi botte spirituali magari? Wie oft passiert, dass du geistlich Schläge bekommst? Che nella tua anima ricevi botte, ecco, se posso intenderla così. Und Gott möchte genau da etwas tun. Ed esattamente lì Dio vuole fare qualcosa. Gott möchte dein Inneren wieder gesund machen. Dio il tuo interiore te lo vuole guarire. Gott möchte wieder die Wunden, die noch ein bisschen offen sind. Dio vuole guarire le ferite. Wieder zumachen. Vuole di nuovo chiuderle. Dass du befreit wirst. Che viene liberato. Dass du aus dieser Gefangenschaft befreit wirst. Che viene liberato da ciò. Und dass du freigesetzt wirst. E che vieni messo dass das in libertà. Blut Jesu Christi dich reinigen kann. Che il sangue di Gesù ti possa lavare. Dass das diese Blut wieder die Wunden zumachen kann wie ein Kleber. Che il sangue di Gesù comincia a lavarti, und a guarirti, geschützt wird. A ristorarti, a das geschützt wird. Ja, non mi viene la parola. Protetto. A proteggerti. Das wird geschützt, dass keiner mehr diese Wunde aufmachen kann. Che Dio, che nessuno può più aprire questa ferita. Gott möchte in deinem Herzen operieren. Eine OP. Dio vuole operarti. Es findet eine OP statt. C'è un'operazione. Und diese OP ist es in deinem Herzen, in deine Wunden. E l'operazione è nella tua ferita, nel und tuo cuore. Und das möchte Gott wieder herstellen. E questo Dio vuole guarirti. Damit du weitergehen kannst. Di modo che tu puoi andare avanti. Weil Gott das Beste mit dir vorhat. Perché Dio ha preparato il meglio per te. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist. Se tu sei contento di te stesso. Wenn du siehst, was Gott in deinem Leben getan hat. Se tu vedi cosa Dio ha fatto nella tua vita. Wenn du siehst, wie Gott dich sieht. Se tu vedi come Dio ti vede. Dann ist es wunderbar. È meraviglioso ciò. Dann ist es herrlich. È meraviglioso ciò. Dann siehst du mit anderen Augen. Vedi con altri occhi. Dann kannst du Dinge sehen, die früher nicht für voll genommen hast. Puoi vedere cose che prima non vedevi. Amen. Amen. Der dritte Aspekt, was ist dann geschehen? Il terzo aspetto, cosa è successo dopo? Der Paulus und Silas, Paolo e Sila, wurden nicht einmal für die Römer geachtet. Die dachten, die sind Juden. Non erano nemmeno presi sul serio dai romani, perché erano ebrei. Und sie wurden in Gefängnis rausgeworfen. E sono stati buttati in prigione. Und die haben gesagt, e questi dissero, wir kennen heute die Gefängnisse. Du wirst in Gefängnis geworfen, dann hast du deine Zelle, da kannst du schlafen, da kannst du deine ganzen Sachen tun. Tu und fertig. Sapete i carceri, entri lì dentro, puoi dormire, hai molto tempo. Aber, però, die haben zu Paulus und Silas gesagt, ihr müsst streng die zwei beobachten. E hanno detto ai carcerieri di stare molto attento a Paolo e Sila. Beobachtet sie ganz genau.
State lì molto attenti a ciò. Fesselt ihre Füße. E gli hanno incatenato i piedi in un ceppo. Jetzt stellt euch wirklich diesmal wirklich dieses Bild vor. Ora immaginatevi anche per tutto ciò. Du bist in Gefängnis geworfen. Già sei in galera. Als Unschuldiger. E non hai nessuna colpa. Amen. Er war unschuldig. Ed erano, non erano colpevoli. Er hat sogar was Gutes getan. Ha fatto addirittura qualcosa di und buono. Und warfen ihn ins Gefängnis. E li hanno buttati in galera. Und noch dazu ihre Füße wurden gefesselt. E i loro piedi sono stati incatenati. Und streng beobachtet worden. E sono stati, stavano molto attenti ai loro carcerieri. Und es gibt jetzt eine Sache, die wirklich faszinierend ist. E c'è un punto che è molto affascinante di ciò. Was mich begeistert hat. Che mi ha molto toccato. Da steht. C'è scritto. Dass in der gleichen Nacht. Nella stessa notte. Das bedeutet am gleichen Tag. Amen. Significa nello stesso giorno. Das Ganze passierte an einem einzigen Tag. Tutto ciò è successo in un giorno. Das Ganze passiert an einem Tag, dass er geworfen worden ist in diesem Gefängnis. Nello stesso giorno in cui è stato buttato al carcere. Und um Mitternacht. A mezzanotte. Und Mitternacht, was hat er Paulus und Silas getan? Cosa hanno fatto Paolo e Sila? Sie haben angefangen zu beten. Hanno cominciato a pregare. Um Gott dafür zu loben. E a lodare Dio. Jetzt müssen wir uns diese Sache genau anschauen. Se tu vedi questo aspetto. In der gleichen Nacht, dem gleichen Tag. Nella stessa notte del stesso giorno. Am gleichen Tag. Dello stesso giorno. Das haben sie alles auf ihren Geist, auf ihren Fleisch bekommen. Hanno ricevuto sul loro corpo, su di loro. Und am gleichen Tag fangen sie Gott zu loben und zu preisen. E hanno cominciato a lodare Dio, a pregare. Erinnert euch nicht manchmal an eurem eigenen Leben? Non vi ricorda ciò la vostra stessa vita? Wie oft ist es in deinem und in meinem Leben? Quante volte nella tua e nella mia vita è così? Dass du schwierige Situationen, schwierige Momente durchmachen musst. Che devi fare dei momenti, stai passando dei momenti difficili. Und jetzt frage ich mich, wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre vergehen? Quanti giorni, settimane, mesi, anni passano? Wenn jemand dir etwas angetan hat. Che quando qualcuno ti fa un torto. Wie viele Tage, Monate, Stunden quanti vergehen? Giorni, ore, mesi, anni dura? Und nach Jahren e a volte anni wird oft offenbart, viene a volte rivelato dopo anni, dass jemand immer noch da gefangen ist. Che qualcuno ancora in questo punto è legato. Da ist er noch gefesselt. È ancora legato. Ist gebunden. È legato. Er kann sie nicht freisetzen. Non si può liberare. Wie oft? Quanto wie spesso? Oft sehen wir diese Dinge? Vediamo ciò. Aber Paulus und Silas. Ma Paolo e Sila fangen in der gleichen Nacht, am gleichen Tag, in der gleichen Stunde. Nello stesso giorno, nella stessa ora. Gott Ehre zu geben, Lob ihm zu geben. Dargli lode a Dio e innalzare il Signore. Könnt ihr euch das vorstellen? Riesci a immaginartelo? Seh du in deinem Leben hinein. Guarda tu nella tua vita. Und siehe, wie oft. E vedi quante volte spesso. Dinge in deinem Leben passieren. Nella vita tua succede und ciò. Und wie viel Zeit vergeht, bis Gott dich anrührt tempo und befreit. Passa finché di una situazione ne esci fuori e guarito. Amen. Amen. Aber Paulus. Ma Paolo hat eine andere Sicht gehabt. Aveva un'altra visione. Er wusste, lui sapeva, dass alles, was er für Gott tut, che tutto ciò che lui fa per Dio, das Richtige ist. È la cosa giusta. Wenn du weißt, dass du das Richtige für Gott
tust, se tu sai che stai facendo la cosa giusta, wenn du weißt, dass Gott dir persönlich gesagt hat, dass du das tun sollst, se tu sai che Dio ti ha detto di fare qualcosa, dann siehst du die Dinge anders. Vedi le cose differenti. Amen. Amen. Du kannst in den gleichen Augenblick Jesus die Ehre geben. Puoi dare a Gesù nello stesso momento la lode, scrollarti ciò che viene dal diavolo. Die Bibel sagt, sei dankbar jeden Tag, in jedem Moment deines Lebens. Sii ringrazievole ogni giorno e in ogni tempo della tua Danke vita. Danke Gott tagtäglich für alles, was du hast und tust. Dio ogni giorno. Er sagt nicht, sei dankbar einmal im Jahr. Non dice ringraziate Dio una volta all'anno. Wenn Weihnachten kommt und sagen kannst, danke für das, was du getan Quando hast. Quando viene Natale. Nein, er sagt tagtäglich, dice, sei dankbar ogni giorno, jeden Augenblick, jeden Moment in deinem Leben und für jede Situation, die in deinem Leben passiert. Può essere gradevole a Dio in ogni situazione. Weil egal, wo deine Position ist, wo deine Situation sich momentan befindet, è uguale dove si trova la tua posizione. Gott sieht schon Dio vede die Ausfahrt. Dio già vede l'uscita. Gott sieht schon die Ausfahrt. Dio vede l'uscita. Amen. Gott sieht schon die Lösung in deinem Leben. Dio vede già la vittoria nella Das Problem ist, dass wir die Lösung nicht sehen. Il problema è che noi non la vediamo. Aber Gott sieht schon die Lösung. Ma Dio vede già l'uscita. Er sieht schon, wo er dich haben möchte und wie er dich haben möchte. E come lui ti vuole avere. Amen. Amen. Und als in dem Augenblick Paulus und Silas das getan haben, e quando Paolo e Sila hanno cominciato a fare ciò, ist etwas Gewaltiges passiert. È successo qualcosa di potente. Die ganze Erde bebte. È cominciato a scuotersi la terra, venne un terremoto. Amen. Das ganze Gefängnis, das ganze Gefängnis bebte. Ha cominciato a tremare. Und die Gefangenen hörten, was Paulus und Silas getan haben. E i carcerati sentivano che Paolo lodavano Dio e pregavano. Sie haben gehört, wie sie Gott lobten. Sentivano come loro lodavano Dio. Und wir sehen auch danach, wenn wir weiterlesen, e was geschehen ist. Vediamo anche dopo. Danach ist sogar passiert, dass der Gefängniswärter, danke Schwester. E poi abbiamo visto che anche i carcerieri, quelli che stavano attenti, und sogar die, wo gefangen waren, sich bekehrt haben, che si sono convertiti, gesehen haben, wie Gott ist. Perché hanno visto la gloria di Dio. Und jetzt frage ich mich, möchtest du sehen in deinem Leben, wie Menschen sich Gott bekehren? E tu vuoi vedere nella tua vita la gloria di Dio? Möchtest du das sehen oder möchtest du das nicht vuoi erleben? Vuoi vedere come Dio agisce in tutta ich la sua sapienza? Ich möchte erleben, e io wie lo voglio Gott vivere. Durch uns, durch seinen Geist, Dinge tut. Come Dio tramite di noi e tramite il suo spirito possa agire. Damit wir uns nicht selbst rühmen können, sondern dass wir in Gott dafür danken können. Che noi possiamo ringraziare Dio. Das ganze Gefängnis bebte. E tutto il carcere ha cominciato a scuotersi, i carceri si sono aperte le porte. Und ihr wisst von hören vielleicht auch von den Nachrichten, wie ein Erdbeben wirklich ist, e was für eine Kraft es hat. Sapete che è un terremoto a potenza. Amen. Bei Amen. Moses hat man das auch gesehen, stimmt das? In Mosè l'abbiamo anche visto. Was alles geschehen ist. Tutto ciò che è successo. Das bringt uns weiter und das bringt uns zu einer Erkenntnis. Ci porta su una conoscenza. Gott möchte uns zeigen, Dio ci vuole mostrare, dass wenn wir bereit sind, che se noi siamo pronti, wenn wir die Erkenntnis haben, dass wir Gott loben und preisen müssen für alle Situationen in unserem Leben, dass die Erde sich bebt, che, dass Erdbeben geschehen. Che Dio può mandare anche un terremoto, Dio può fare qualsiasi cosa per liberarci da una situazione. Wie dieses Erdbeben in deinem und in meinem Leben ausschaut, das weiß ich nicht. Se noi siamo nella sua volontà, e come sarà? Alleluia. Come sarà questo terremoto? Das weiß non te lo ich so nicht, dire. Wie das ausschaut in deinem Leben. Non te lo so dire. Aber ich weiß nur, wenn du dich bewegst und etwas für Gott tust, bebt etwas Ma in deinem so Leben. Ma una cosa, che se ti muovi e fai la sua volontà, cominciano i terremoti di Dio.
Amen. Dio comincia a scuotere. Amen. Amen. Ich sehe, wie ihr begeistert seid. Vedo come siete tutte allegri. Ihr seid sowas von begeistert, siete dass allegri. Die Erde bebt. Ich spüre das schon die ganze Zeit. Lo sento che la terra tremerà. Habt ihr das verstanden, was wir? Ich habe gesagt von Anfang an, identifiziert euch mit dem, was hier geschehen ist. L'ho detto, identificati con quello che succede qua. Wir oder Paulus? Noi, Paolo. Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Hanno cominciato a lodare Dio. Und die Mauern. E le mura. Die Wände. E le durch dieses Erdbeben fielen sie komplett um. Sono caduti i carceri, le porte dei carceri si sono aperte. Die Türen wurden aufgemacht. Le porte sono state aperte. Wisst ihr, was ich glaube, Geschwister? Sapete cosa credo? Dass Gott, che Dio, hat noch Türen hingestellt. Che Dio ha messo porte. Das noch geöffnet machen müssen. Che si devono aprire. Die müssen noch geöffnet werden. Che devono essere aperte. Und diese Türen ist oft auch die Tür deines Herzens. E questa porta è la porta del tuo cuore. Und Gott möchte, dass diese Tür aufgemacht wird. E Dio vuole che questa porta venga aperta. Aber Gott kann diese Tür aufmachen. Ma Dio può aprire questa porta. Indem du die Erkenntnis davon hast. Quando hai la conoscenza. Dass du Gott loben musst und preisen musst jeden Tag deines Lebens. Che noi possiamo lodare Dio ogni giorno della nostra vita. Amen. Amen. Und so wie wir auch vor zwei Wochen, nicht letzte Woche, weil kein Gottesdienst war, aber vor zwei Wochen hat der Pastor auch teilweise über einen Punkt gesprochen. Due settimane fa anche il pastore ha parlato di un punto. Was mich auch begeistert hat, und weil das auch die Wahrheit ist. E questa è la verità. Der Teufel möchte uns einschüchtern. Il diavolo ti vuole mettere ansia, paura. Er möchte uns einschüchtern. Ci vuole mettere paura. Er möchte uns Angst geben. Ci vuole mettere paura, sì. Er möchte uns etwas geben, wo wir gefesselt werden, wo wir nicht befreit werden. Dove non veniamo liberati. Wo wir nicht sehen, dove wo non diese, abbiamo freddezza. Wo wir nicht sehen, wo die Tür aufgeht. Wir sehen das Ziel nicht. Dove non vediamo la meta. Aber Gott möchte die Türen aufmachen in deinem und in meinem Leben. Ma Dio vuole aprire i tuoi carceri. Amen. Amen. Ich weiß nicht momentan, wo du gefangen bist. Non so se tu sei imprigionato in qualcosa. Weil wir denken oft, dass wir befreit wurden, als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, und das war's dann. Perché la parola di Dio dice che Gesù è morto in croce e ci ha liberato. Aber wir wurden frei aus der Sklaverei, aus dieser Sünde. Amen. Siamo stati liberati dalla schiavitù, dal peccato. Aber glaube mir. Ma credo. Glaube mir, es gibt viele, die wo noch an etwas festhalten, wo gebunden sind, noch gefesselt werden. Credo che a volte siamo incatenati in qualcosa perché ci teniamo il peccato stretto, non lo vogliamo lasciare. Es ist etwas, wo wir festhalten und nicht loslassen. Non lo vogliamo lasciare. Ob das deinem Leben ist. O è nella tua vita. Ob das die Finanzen sind. O è nelle tue finanze. Ob das deine Familie ist. O è nella famiglia. Ob das dein eigenes Leben ist. O è nella tua vita. Ob das deine Arbeit ist. Nel lavoro. Ob das deine hohen Ziele, die du dich eingesetzt hast für deinem Leben sind. Oh, se sono i grandi pensieri che hai sulla tua vita. Ich weiß es nicht, non wo so was ist. Dove è qualcosa. Aber ich weiß, ma io so, dass wir noch an irgendetwas gebunden sind. Ma so che qualcuno è ancora legato. Wo wir nicht befreit worden sind. Dove non siamo stati liberati. Amen. Amen. Und heute ist der Tag, e oggi è il giorno, da wo Gott das dir neu offenbaren möchte. Dove Dio ti rivela nuovamente. Weil wenn du
befreit wirst, wirklich frei wirst, se tu vieni liberato, dann bist du wirklich frei. Allora sarai veramente libero. Amen. Amen. Jesus sagte, wer der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Perché Gesù disse, chi il figlio libera è veramente Wem libero. Wem der Sohn frei gemacht hat, der ist chi wirklich frei. Chi il figlio liberato è veramente libero. Also, das bedeutet, dass wenn der Sohn jemanden wirklich befreit hat, dass er wirklich frei ist. Questo significa che se il figlio libera è veramente libertà quella. Und Gott möchte das heute tun. E tutto ciò Dio lo vuole fare dass oggi. Dass wirklich du frei wirst. Che vieni liberato. Dass du loslassen kannst. Che puoi lasciare. Und dass du danken kannst und Lob singen kannst. E puoi ringraziarlo e lodarlo. Wisst ihr, wenn wir Lobpreis machen, Anbetung machen. Se noi facciamo la lode, lodiamo il Signore. Und das tun wir jeden Samstag, jeden Sonntag. E lo facciamo ogni jeden sabato, Donnerstag, ogni jeden giovedì. Hauskreis oder wie auch immer. Ja, das tun ogni wir giovedì immer lo facciamo sempre. Aber haben wir wirklich die Erkenntnis, was wirklich Lob in deinem Leben bewirken kann? Ma hai la conoscenza o la rivelazione che cosa significhi lodare Dio? Hast du die Erkenntnis? Succede? Weißt du, was wirklich bedeutet? Come inclinare il tuo cuore nella lode? Wenn du wirklich das tut, was geschieht, di quello che Dio fa. Siehst du die geistlichen Dinge, die in deinem Leben geschehen? Puoi vedere le cose che Dio fa. Oder siehst du die Sache als ein Ritual? Ist es eine normale Sache? La vedi come un rituale. Wir treffen uns. Ah, ci incontriamo. Als allererstes klar. Ah, vor dem Gottesdienst Lobpreis gemacht, das adesso ist normal. Si canta, poi si dann parla. Kommt die Predigt. Poi si predica. Und dann kommt auch vielleicht mal ein, zwei Lieder noch forse Jesus. Poi ne facciamo un altro due canzoni ed è andata via. Das ist oft unser, das ist wie eine Tradition. Questo è il nostro incontro. Das ist unsere Gewohnheiten, die wir mit der Zeit, mit den Jahren mitgenommen con haben. Con il tempo che magari o l'uno o l'altro ha dentro di sé o vive. Aber siehst du, was dieses Lob in deinem Leben wirklich bewirken kann? Ma se tu vedi ciò che la lode procura nella vita. Ich sage nicht schwören, aber ich garantiere dir und mir persönlich. Ma io ti posso garantire una cosa. Wenn du einmal genau erlebst, se tu una volta ne fai esperienza, und die Offenbarung hast, e hai la rivelazione, dass du sehen kannst, che tu puoi vedere, was geschieht, egal was es cosa auch immer ist, succede, ja, wenn du das erlebst, se riechen kannst, sehen kannst, schmecken kannst, tu lo puoi provare, odorare, sentire, viverlo, glaube mir, dann möchtest du nicht aufhören, credimi, arriverà il punto non vorrei smettere, es ist das wie das erste Mal, dass du Jesus getroffen hast, gesehen hast e in deinem come Leben. Quando incontri Gesù per la prima volta. Als du Jesus das erste Mal gesehen hast in deinem Leben. Quando incontri Gesù. Das erste Mal in deinem Herzen angenommen hast. O lo accetti nel tuo cuore. Wolltest du nicht mehr aufhören zu lesen, zu beten, Lobpreis. Volevi smettere di lodarlo, leggere, avere diesen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes. Amen. Amen. Diesen Hunger und Durst nach Gott. Questa fame e sete da Dio. Das hast du nie vergessen. Das solltest du auch nie vergessen. Non lo devi dimenticare. Und das gleiche ist, wenn du einmal erlebst und die Erkenntnis davon hast, was dieses Lobes in deinem Leben bewirken kann, dann möchtest du nicht aufhören. Quando tu sai cosa questo pane porta, non vorrei smettere. Meine Seele, warum bist du so betrübt? Anima mia, perché sei così scoraggiata? Warum bist du so traurig? Perché sei così triste? Das sagte David, als er eine schlimme Situation in seinem Leben durchmachen musste. L'ha detto Davide mentre che passava un periodo strano nella sua vita. Und David sagte, meine Seele, warum bist du so traurig? Anima mia, perché sei così contristata in me? Lobe Gott den Herrn und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Dio il Signore, non dimenticare ciò che ha fatto di buono in te. Gott möchte, dass du nicht vergisst, was er Gutes in deinem Leben und in meinem Leben Dio getan hat. Dio non vuole che dimentichi ciò che lui ha fatto di buono in te.
Mi concentro troppo ich investiere zu viel in meinem Leben, Jesus. Mi concentro troppo su di me. Ich möchte drüber hinausschauen, Vater. Voglio guardare al di là. Ich möchte weitersehen, Herr. Ich möchte befreit werden von diesen Dingen, Herr. Voglio essere liberato da ich ciò. Möchte nicht gefangen sein, Vater. Non voglio essere incatenato da ich ciò. Möchte freigesetzt werden, Herr. Voglio essere liberato da ciò. Frei von Dingen, die mich abhalten, Herr, dein Wille zu tun. Libero dalle cose che non mi fanno fare la tua volontà. Darum sagte David, warum bist du so bedrückt? Innerlich an seinem eigenen Ich hatte gesprochen. Al se stesso parlava Davide. Und sagte, warum bist du so traurig? Diceva, perché sei così triste? Hast du etwa vergessen, was ich in deinem Leben getan habe? Il Signore rispondeva, hai dimenticato ciò che io ho fatto nella tua vita? Warum fängst du immer dich zu lamentieren? Perché ti lamenti sempre? Warum meckerst du Tag und Nacht? Perché ti lamenti? Warum schaust du nicht hinaus? Perché non guardi al di là. Was ich für dich vorbereitet habe. Ciò che ho preparato per te. Amen. Amen. Gott möchte, dass du eine andere Sicht hast. Dio ti vuole dare un'altra visione. Gott möchte, dass du freigesetzt wirst. Dio ti vuole liberare. Gott möchte, dass du frei innerlich bist. Che Dio ti libera interiormente. Dass du schreien kannst, dass du frohlocken kannst. Che tu possa gridare di gioia. Wo der Paul oder wo der Petrus in der Synagoge hineingegangen ist. Dove Pietro è entrato nella sinagoga. Und gesehen hat, dass jemand Hilfe brauchte. E ha visto che qualcuno aveva bisogno d'aiuto. Und dieser Mann am Boden lag. E quest'uomo era per terra. Und er wollte etwas haben. E voleva avere qualcosa. Was hat Petrus im Geist gespürt? Cosa ha detto Pietro? Das können wir nicht so tun, aber das kam vom Geist. Ma cosa ha detto Pietro? Er sagte, steh auf. Alzati. Das, ich habe nichts hier. Non ho oro argento non ne ho, ma quello ich hab che gar ho, nichts. Ich habe nicht einmal eine Münze gerade dabei. Nichts habe ich. Non ho niente. Aber das, was ich habe, gebe ich dir in ma Jesu Namen. Che steh ho, auf. Te lo do. Und werde geheilt. E cammina. Was hat dieser Mann getan? Cosa ha fatto quest'uomo? Hat das, es ist etwas aufgestanden und gesagt, danke für das, was du getan hast. E gli ha detto soltanto grazie di quello che ha fatto. Oh, das ist wunderschön. Super, danke schön. Ah, grazie, Signore. Das ist, die ganze Zeit lag ich am Boden, jetzt stehe ich wieder. Ah, danke schön. Ero per terra, adesso cammino. Hat er so reagiert? Non ha reagito così. Ich lese was anderes. Io leggo un'altra cosa. Dass sogar über die Grenzen hinausgegangen ist. Über die Gesetze sogar hinausgegangen vedo ist. Vedo che ha fatto al di là di tutto ciò. Er ist gesprungen vor Freude. E ha cominciato a saltare di gioia. So wie ihr heute früh morgen, so wie ihr gerade. Ja, so genau. Haben sie gesprungen vor lauter Freude. Come noi che gridiamo di die gioia. Haben sich gefreut, dass Gott ihm geheilt hat, dass er wieder aufstehen kann. E ha gridato che poteva che è stato guarito. So hat sich gefreut. Sein Herz hat sich so gefreut. Il suo cuore si è talmente gioito in ciò. Weil er gesehen hat, was Gott getan hat. Perché ha visto ciò che Dio ha fatto. Glaube mir. Credimi. Es gibt Zeiten für das und es gibt Zeiten für das. C'è tempo per ogni cosa. Es gibt Zeiten, wo du zur Stille kommst. C'è tempo in cui vai nella sua pace, nella sua tranquillità. Es gibt Zeiten, wo du nur genießen musst die Gegenwart Gottes. In cui gusti la sua presenza. Wo Stille angesagt ist. Dove c'è silenzio in ciò. Amen. Die stille Zeit brauchen wir. Das ist uns gegeben worden. Das ist unser Anteil. È una parte che Dio ci ha dato anche. Amen. Aber es gibt auch eine Zeit, dass wenn Gott etwas tut, dass wir vor Freude frohlocken müssen. Ma c'è un tempo in cui gioiremmo di gioia quando vedremmo l'opera. Und das wünsche ich mir, Geschwister, vom ganzem Herzen. E questo io me lo auguro di tutto il cuore. Das wünsche ich mir vom Herzen, vom tiefsten meiner Seele, wirklich. Dal profondo del mio cuore. Für jeden einzelnen von euch. Dal profondo del mio cuore. Weil ich euch liebe, Geschwister. Perché vi amo. Und weil Gott euch liebt. E perché Dio vi ama. Jeden einzelnen. Ognuno di voi. Das wünsche ich mir vom tiefsten meiner Seele. Dal profondo del mio cuore. Dass ihr voller Freude vor Gott stehen könnt. Che possiate essere pieni di gioia. Dass ihr euch freuen könnt, dass Jesus da ist und che dass vi potete ihr gioire die che Ehre Gesù geben è qua. Könnt.
Amen. Amen. Das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Questo mi auguro dal profondo del mio cuore. Dass Gott euch die Offenbarung gibt, was es wirklich bedeutet, Lob und Ehre Gott zu geben. Che Dio vi dia la rivelazione cosa significa lodare il Signore. Ich sage euch eins, ich möchte jeden Tag erleben, wie der Boden wackelt. Voglio vedere come la terra trema. Wie es bei denen auch geschehen ist. Come è successo da Paolo. Als Paulus und Silas Lob singen und loben. Mentre che lodano il Signore. Ist etwas geschehen. È successo qualcosa. Und wie auch immer dieses Erdbeben, dieses Wunder in deinem Leben ausschauen, e come weiß ich nicht. Questo terremoto agisca o in che senso il Signore farà tremare certe situazioni, non lo so. Ich weiß es wirklich nicht, was Gott innerlich in deinem Herzen questo tut, non in deinem lo Geist. So. Aber ich weiß, dass wenn du dich antraust und wenn du das wirklich tust vom ganzen Herzen und du die Offenbarung und die Erkenntnis davon hast, dass etwas in deinem Leben geschieht. Ma io so che Dio lo farà. Und dass du nicht mehr aufhören möchtest. E che troverai gioia in du questo. Möchtest nicht mehr aufhören, das non zu tun. Vuoi smettere a fare ciò. Wenn du es geschmeckt hast, quando l'hai provato, möchtest du nicht mehr aufhören. Non vuoi smettere. Amen. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Das e lo auguro dal Herzen. Profondo del cuore. Weil Geschwister, es ist manchmal, ich sage es, wenn man so sagen darf, ein bisschen traurig, wenn wir Lobpreis und Anbetung Gott geben. E a volte triste quando lodiamo il Signore, gli diamo onore. Und oft nur meine Stimme hören muss. E devo sentire solo la mia voce. Weil meine Stimme kenne ich schon, die ist nichts Besonderes. La mia la conosco. Die langweilt mich manchmal. Die langweilt mich manchmal. No, dico, mi annoia la mia voce. Das sage ich euch wirklich ganz ernst. Das langweilt mich manchmal, weil ich möchte sehen, wie die Gemeinde Gottes frohlocken kann und voller Freude Jesus die Ehre geben kann. Voglio rivivere di nuovo i giorni in cui lodiamo il Signore. Und nicht wie tote Leichen sich hinsetzt und ein bisschen schaut, ein bisschen rechts, links und oft, dass eine halbe Stunde vorbei ist. E disperare che passa il tempo. Das sage ich euch, weil ich euch liebe und weil ich weiß, dass Gott etwas in eurem Leben zerbrechen möchte, Ketten, alles zerbrechen möchte. E penso che succeda qualcosa di buono. Weil als Jesus gekommen ist, quando auf Gesù dieser è Welt, venuto, auf dieser Erde, mondo, hat Jesus gesagt, Gott hat mich gesandt. Gesù ha detto, Dio mi ha mandato. Um was zu tun? Per fare cosa? Um was zu tun? Isaiah 61. Cosa? Für was ist Jesus auf diese Erde gekommen? Per che cosa è venuto Gesù? Er ist gekommen, um befreien zu dürfen, zu wollen. Per mettere in libertà. Und viel, viel mehr. E aber molto, das molto ist di das più. Wichtigste Punkt heute Abend. E questo era il punto dove volevo arrivare. Um die Kerker aufzumachen, um die Gefängnisse freizusetzen. Aprire i carceri, i carcerieri. Um die Verlorene freizusetzen. E di liberare. Aber sage ich euch eins, Geschwister, das zählt genauso für uns. Ma ciò è anche per noi. Weil wenn wir nicht frei sind, perché se non siamo noi liberi, wie können wir anderen die Freiheit führen? Se un cieco può guidare un altro cieco, no. Können wir das tun? Lo possiamo fare ciò? Wie kann ein Blinder ein anderer Blinder führen? Può un cieco guidare un altro cieco? Wie kann einer, der blind ist, keine Erkenntnis hat, ein anderer dahin führen? Uno che è cieco non può guidare un altro cieco. Das kannst du nicht tun, das schaffst du nicht. Gott möchte als allererste dich von der Sache befreien. Dio vuole cominciare con te. Und wenn du befreit wirst, e quando vieni incoraggiato tu, wenn du die Erkenntnis davon hast, quando hai la riconoscenza tu, wenn du das, diese Erfahrung in deinem eigenen Leben erfahren durftest, quando fai questo tu, wenn du das geschmeckt hast, e quando provi ciò, und vor allem wenn du das sehen kannst, e se lo puoi vedere, dann kannst du auch die anderen dahin führen, allora puoi guidare ad altri. Amen. Amen. Wenn du noch selbst Hilfe brauchst, ma se hai bisogno tu d'aiuto, dann lass dich von Gott
helfen lassen. Allora lasciati aiutare da Dio. Damit du dann dein Nächster helfen kannst. Di modo che puoi aiutare il tuo prossimo. Amen. Amen. Und das wünsche ich euch und mich vom ganzem Herzen. E questo lo auguro a noi dal profondo del cuore. Dass du anfängst sofort Gott zu loben und zu preisen. Che cominci a lodare il Signore. So wie Paulus und Silas. Come fecero loro due. Die waren nicht innerlich am Boden kaputt zerstört. Non erano nel loro cuore contristati. Sondern in der gleichen Nacht, in dem gleichen Augenblick, sagt die Bibel, dass sie anfingen, Gott zu loben und zu preisen. Nella stessa für diese sera. Situation, die gerade stattgefunden ist. Das ist wunderbar. Hanno lodato il Signore. Und oft können wir uns wirklich selbst identifizieren mit diesen Dingen. E a volte ci possiamo identificare in ciò. Weil bei uns läuft öfter und viel mehr die Zeit. Come? Viel mehr die Zeit brauchen wir. Ah, abbiamo bisogno di tempo. Aber Gott möchte sofort, dass du das erkennst und dass du sagen kannst, Herr, ich danke dir für die Situation, die gerade stattgefunden ist in meinem Leben. Herr, ich danke dir, dass momentan wirklich schlimm ist. Aber du hast alles in deinen Hand und dafür lobe ich dich und preise ich dich. Und wenn du das tust, dann wird Wunder in deinem Leben geschehen. Allora, quando tu sei con la conoscenza che Dio ha tutto nelle sue mani e cominci a lodarlo, quella è l'espressione più alta di fede, l'espressione più alta di fiducia verso Dio. Amen. Seid ihr noch da? Es ist jetzt Mittag, 12 Uhr. Jetzt ist Zeit, dass wir, aber wisst ihr, mir war wichtig, Geschwister, dass wir diese Speise, wirklich Speise Gottes bekommen heute. Era importante per me che riuscivo a spiegare questo messaggio. Und heute ist auch Abendmahl. E oggi anche facciamo la Santa Cena. Und wir wissen, was an dem Tag stattgefunden ist. E sappiamo cosa è successo in quel giorno. Wir wussten, was Gott für uns getan hat. E sappiamo ciò che Dio ha fatto. Amen. Amen. Und dafür wollen wir jetzt wirklich unsere Herzen wirklich ja auch prüfen, wo vogliamo wir sind. Provare anche i nostri cuori. Wo wir sind, wo wir stehen geblieben sind. Vogliamo provare i nostri cuori. Wo wir stehen geblieben dove sind. Siamo rimasti. Amen. Und uns erinnern, was Jesus für uns tat. Ciò che Gesù ha fatto. Um ihm wirklich dafür danken. E lo ringraziamo. Amen. Und so möchte ich euch wirklich den Segen Gottes aussprechen. Ich segne euch. E vi voglio benedire quest'oggi. Und ich wünsche euch eine gesegneten Wochenende noch. E vi auguro una benedetta fine settimana. Dass Gott euch mächtig segnet. E che Dio ci benedica. Und dass euch ein Gott wieder neu begeistern könnt. Wie bitte? Dass eure Freude an Gott groß che ist. La gioia a Dio sia grande. Amen. Amen. Und jetzt gebe ich weiter meinem Pastor. Jetzt gebe ich weiter meinem adesso Pastor. Lo do avanti al pastore. Und wir hören auch, was Gott zu sagen hat. Amen. Halleluja. Die Nora will noch ein Zeugnis geben. Nora vuole dare una testimonianza. Und das wollen wir erlauben, weil wir einfach hören wollen, wie Gott und was Gott im Leben und im Herzen von Menschen macht. Perché vogliamo sentire cosa Dio ha fatto nel cuore delle persone. Es wäre wunderschön, wenn wir jetzt alle ein Zeugnis hätten und gestern, vorgestern, was mit Gott erlebt hätten heute. E sarebbe bello che tutti noi avremmo delle testimonianze nel nostro cuore. Außer unsere Gewohnheitssegnungen. A posto solo delle nostre benedizioni. Zum Beispiel, dass wir in der Früh unsere Füße aus dem Bett bringen. O per esempio che la mattina ci alziamo. Dass wir sehen können. Che possiamo vedere. Das ist eine Gnade. Che è una grazia. Zu sehen ist eine Gnade. Aufzustehen, vedere auf seine Füße zu stehen ist eine Gnade. È una grazia. Camminare è una grazia. Sich bücken zu können ist eine Gnade. Potersi abbassare una grazia. Also all die Dinge des täglichen Lebens, die sehen wir oft gar nicht als Gnade und wir können erst immer feststellen, wenn was nicht mehr funktioniert, wie kostbar Dinge waren.
E soltanto quando le cose non funzionano più per come dovrebbero essere, vediamo quanto sono importanti. Aber ich meine, außerhalb diesen Dingen, dass jeder von uns auch seine Erlebnisse, seine Erfahrungen mit Jesus macht. Und dass der Himmel für jeden aufgeht. Im Himmel ist was los, im Himmel ist nie langweilig. Ma in tutto ciò voglio dirvi che in cielo c'è sempre da fare, c'è sempre da lavorare. Ich glaube, die Engel, die sind wirklich aktiv. Gli angeli sono attivi. Im Himmel, da ist immer, ich sag mal, Hochspannung. In cielo c'è sempre da fare. Und die wollen auch was tun, die himmlischen Herrscher. E vogliono fare anche qualcosa. Die sind nicht nur einfach da, damit sie angeschaut werden können. Non, quelli del cielo non sono soltanto lì per essere guardati da noi. Die Armee des Himmels, il battaglione di Dio, das ist eine sehr gut organisierte Armee und die möchte arbeiten, die möchte den Willen Gottes tun. Un battaglione che vuole lavorare. Und die Bibel sagt, dass die Engel ausgesandt sind zum Dienst für die Heiligen. La Bibbia dice che gli angeli sono stati mandati al servizio dei suoi santi. Also die Engel wollen dir und mir dienen, sie wollen uns helfen. Quindi gli angeli ci vogliono aiutare a noi. Und für dich und mich ist es wichtig, dass der Himmel über dir aufgeht. E che il cielo si apre sopra di te e sopra di me. Und dass wir aus diesen Dimensionen, in denen wir hier leben, rausschauen können, damit wir in den Himmel reinschauen können. E che possiamo uscire dalla dimensione da dove siamo ed entrare nella dimensione di Dio. Und noch besser wäre es, wenn wir ab und zu merken, dass Engel da sind. E buono sarebbe che ci accorgiamo che ci sono angeli in nostro aiuto. Damit die Beziehung mit Gott eine lebendige Beziehung wird. Di modo che la nostra comunione con Dio diventa una comunione vivente. Ok, Nora. Ich wollte eigentlich erstmal nur was so als Allgemeines sagen, aber nach der Vorlage muss ich, glaube ich, doch ein bisschen mehr sagen. Ja, ich spüre die Gegenwart Gottes. Sento la presenza di Dio molto spesso. Sehr oft in meinem Leben und molto spesso nella mia vita. Und das ist das Schöne allein, das Schöne einfach auch hier zu sein. Ed è bello essere qui. Und wirklich mit einer Quote von 99% wird mir bei fast jeder Predigt wirklich aus dem Herzen gesprochen. E con una quota molto alta ogni volta la parola di Dio mi parla nel cuore. Und das mit den Herrschern der Engel und das kann ich nur bestätigen. Ich hatte erst vor kurzem wieder eine Situation mit einer Freundin. Wir wollten zum Schwimmen fahren und konnten aus irgendwelchen Gründen erst später losfahren. Mi ricordo che poco tempo fa con un'amica mia volevamo andare in piscina e poi si è ritardata. Und am Anfang hat es uns genervt, aber dann, als wir dann gefahren sind. E siamo partiti in ritardo, all'inizio mi era un po' arrabbiata di questo fatto. Sind wir auf der Strecke gewesen und haben gesagt, genau auf der Strecke, wo wir gefahren wären und genau zu der Zeit, wo wir da auch an dieser Stelle gewesen wären, war da ein Unfall. E mi sono accorta poi che esattamente in quel punto, se avrei preso il tram prima, diciamo ci sarebbe stato un incidente, perché c'era un incidente. Wären wir wirklich früher losgefahren, wären wir wahrscheinlich auch mitten in diesem Unfall gelandet und es war ein schwerer Unfall. Forse se saremmo partiti prima, saremmo stati anche noi in questo incidente che ci sarebbe successo pure a noi. Also können wir wirklich sagen, wir waren wirklich beschützt an dem Tag. E possiamo dire che Dio ci ha protetti quel giorno. Okay. Aber jetzt komme ich mal zu dem Punkt, den ich eigentlich ansprechen wollte. E poi volevo dire un'altra cosa. Und zwar, ich hatte die Idee, ho avuto l'idea, nachdem mir jetzt Weihnachten vor der Tür steht, und ich wollte fragen, einfach erstmal so eine Frage an die Damen, die hier sind, natürlich auch an die Herren, ich möchte niemanden ausschließen. Volevo chiedere alle donne, ma anche agli uomini. Ich würde gerne Weihnachtsdeko basteln und fragen, wer Lust hätte, da auch mitzubasteln. Einfach Weihnachtsdeko basteln, nebenbei entweder noch vorher zusammen kochen oder Kaffee und Kuchen. Ja, das war so das, was ich an die Gemeinde richten wollte. Sì, volevo chiedere se c'è qualcuno che ha voglia di fare articoli di Natale, preparare articoli di Natale, magari prepariamo una torta, mangiamo insieme, abbiamo comunione insieme. Einfach ein schönes beisammen sein und ja. Passarci una bella serata insieme. Wer Lust hat. Per chi ha voglia me lo può dire.
soll sich bei mir melden. Amen. Ja, genau. Der hat sonst nichts zu tun, der bastelt schon. Gelobt sei Gott. Lodato sia Dio. Wir werden jetzt das Mahl des Herrn nehmen. Prenderemo la cena del Signore. Und mir ist jetzt ein Ereignis aus dem Alten Testament gerade wichtig geworden. Mi è venuto un pensiero del Vecchio Testamento. Und zwar, ihr wisst die Geschichte mit dem Opferlamm. Voi conoscete la storia dell'agnello? Und als sie das Opferlamm geschlachtet hatten vor dem Auszug aus Ägypten. E quando loro hanno festeggiato la Pasqua prima di uscire dall'Egitto. Und die Türpfosten mit Blut bestrichen wurden. E sono state messe le porte con il sangue dell'agnello. Und ihr seht, welche eine Power dieses Blut hatte. E voi vedete che potenza che ha avuto. Obwohl das einfach nur ein Lamm war. Che ha avuto quel sangue, anche se era solo un agnello. Das war nur ein Vorbild, ein Schatten auf das, was kommen wird. Era soltanto una figura e ombra di quello che doveva venire. Was denkt ihr, wie viel Kraft das Blut Jesu hat? Quindi pensate quanta potenza ha il sangue di Gesù. Das Blut dieses Opferlamms hat gereicht, dass der Engel des Würgens nicht hineingekommen ist in die Häuser. Il sangue dell'agnello è bastato affinché l'angelo della morte non entrava, della distruzione non entrava nelle case. Was denkt ihr, wie viel mehr das Blut Jesu Vollmacht hat? Quanto più pensate che il sangue di Gesù abbia potenza? Dort oder damals wurde nur verhindert, dass der Engel des Würgens, des Todes nicht in die Häuser hineinkommt. E allora questo sangue dell'agnello ha fatto ciò che l'angelo della distruzione non entrava nelle case. Und sie durften dann auf eine zeitliche Wanderung gehen. Sie durften aus Ägypten raus. E potevano uscire dall'Egitto. Aber das Blut Jesu hat noch mehr Power. Ma il sangue di Gesù ha ancora più potenza. Es schützt uns vor dem Engel des Verderbens. E ci aiuta. Und nicht nur in dieser Nacht. E non solo in una notte. Denn wir sind vom Tod befreit. Perché noi siamo liberati dalla morte. Nicht nur in Ägypten für eine Nacht, non solo in Egitto per una notte, sondern Jesus hat den Tod für uns besiegt. Ma Gesù ha vinto la morte per noi. Wir gehen auch nicht auf eine Reise, die man eigentlich in 40 Tagen schaffen kann. Noi non andiamo in un viaggio che possiamo farcela in 40 giorni. Wir ziehen giorni. Nicht aus Ägypten aus und gehen nach Kanaan. Noi non usciamo dall'Egitto e andiamo a Canaan. Sondern Jesus hat uns den Weg bereitet in den Himmel, in den Thronsaal Gottes. Ma Gesù ha preparato la via nel trono di Dio. Das war alles zeitlich. Jesus hat alles ewig gemacht. Tutto ciò che era nel passato aveva un inizio e una fine, ma Gesù ha fatto tutto eterno. Also der Engel des Würgens ist für uns nicht nur eine Nacht ein Schauspiel. L'angelo della distruzione non era soltanto per una notte. Sondern das Opfer, das Jesus gebracht hat, das hat ein für alle Mal gebracht, für alle, die glauben. Ma l'opera che ha fatto Gesù l'ha fatto una volta per tutti coloro che credono. Und wir gehen nicht nur nach Canaan, sondern wir gehen in den Himmel. E noi non andiamo solo a Canaan, ma andiamo in cielo. In den Thronsaal Gottes. Nel trono di Dio. Ist das nicht wunderbar? Non è meraviglioso questo? Ich sehe lieber die Herrlichkeit Gottes als die Mauern von Jericho. Io vedo l'opera di Dio. Amen. Wir müssen da nichts mehr zum Einstürzen bringen. Non dobbiamo portarci niente per fare cadere le mura di Gerico. Die mussten die Länder einnehmen, die mussten ihre Feinde besiegen. Jesus hat für uns alles gemacht. Loro dovevano vincere, dovevano distruggere. Ma per noi ha fatto Gesù ogni cosa. Seht ihr, wie viel mehr Power das Opfer Jesu hat? Vedete quanta più potenza ha l'opera di Gesù? Wir müssen nichts mehr tun, es ist alles vollbracht. Non dobbiamo fare più niente, tutto è stato compiuto. Amen. 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 Das ist das Opfer Jesu, das gebracht hat, ein für alle Mal, nicht alle Jahre wieder, sondern ein für alle Mal, für alle, die daran glauben, zum ewigen Heil. Questo è il sacrificio che ha fatto Gesù una volta per tutti, per coloro che credono. Amen. Amen. Und ich glaube, jetzt ist einfach die Zeit, jetzt ist die Zeit, in der wir leben, wo das Volk Gottes wieder begreifen muss.
E siamo in un tempo in cui il popolo di Dio deve riconoscere. Es gibt Himmel und Hölle. C'è cielo e c'è inferno. Es gibt Leben und Tod. C'è vita e c'è morte. Die Sache mit dem Evangelium ist keine Sache, die man ins fünfte Rad stecken, sondern das muss Priorität in unserem Leben sein. Das ist deine Zukunft, das ist dein Zuhause, das ist dein Ziel, das ist angeblich das, was du am meisten möchtest. L'Evangelo è l'opera del Vangelo, la priorità nella nostra vita. Und ich glaube, das, was Jesus getan hat, e quello che Gesù ha fatto, das können wir gar nicht oft genug betonen und wir müssen uns es neu herholen. Wir müssen die Power, die Kraft des Evangeliums neu für uns entdecken. E possiamo riconoscere la potenza del Vangelo nuovamente per noi. Amen. Ganz neu. Nuovamente. So, dass eure Herzen wieder brennen für die Sache Gottes. Così che il nostro cuore bruci di nuovo per il Signore. Und jetzt sag mal dem Herrn, weil er gesagt hat, immer wenn ihr dieses Mal nehmt, tut es zu meinem Gedächtnis. Adesso prendiamo la cena, che ogni volta che facciamo ciò denk ci ricordiamo. Denkt an mein Opfer, denkt an das, was ich für euch gemacht habe. All'opera che io ho fatto per voi. Lebt in der Freiheit, in die ich euch hineinberufen habe. Vivete nella libertà in cui io vi ho chiamato. Lebt das Leben im Überfluss, für das ich gestorben bin. Vivete nell'opera che io ho fatto. Holt euch die Herrlichkeit Gottes in euer Leben, in euer Herz, in eure Familie. Prendetevi la gloria di Dio nella vostra vita, nella vostra famiglia. Wandelt in den Weg und auf dem Weg, den ich euch bereitet habe. Agite nella via che io vi ho preparato. Geht in der Kraft, die ich euch geschenkt habe. Agite nella forza che vi ho dato. Und gebraucht die Liebe und die Vollmacht, die ich vom Vater euch weitergegeben habe. L'autorità che vi ho dato dal Padre. Und. Eccetera, eccetera. Und jetzt nehmen wir dieses Mal und sagen, ja Herr, adesso wir wollen an dich gedenken. Prendiamo la cena. Du penso. Hast gekämpft wie ein Löwe. Hai combattuto come un leone. Du hast alles gegeben. Hai dato tutto, Gesù. Du bist mit letzter Kraft an dieses Kreuz, hai damit dato ich tutto leben kann. In questa croce, di modo che io possa vincere. Was bin ich manchmal für ein Schlappi? Wenn ich auf dich schaue, Jesus, muss ich mich manchmal schämen. E a volte possiamo veramente dire, Signore, quando guardo a te, a volte mi vergogno. Du hast alles getan. Hai fatto tutto, Signore. Und ich will mein Herz wirklich zu dir wenden. E voglio veramente darti tutto il mio cuore. Dir wirklich dankbar sein und neu begreifen, dass du, was du für mich getan hast. E riconoscere nuovamente ciò che hai fatto per me. Amen. Amen. Okay. Va bene. Lass uns prendiamo la cena. Denkt jetzt wirklich nicht, es ist 12, kommt mir gerade recht. Non pensate, mezzogiorno, ora mo mangio. Denn unwürdig das Mahl nehmen heißt, ich esse und trinke einfach wie normale Speise. Perché non è un cibo normale. Nein, wir sollten an Jesus gedenken und an das Opfer gedenken. No, dobbiamo pensare all'opera di Gesù. An die Freiheit, alla libertà und an die Herrlichkeit, die wir von Gott e alla gloria bekommen haben, che abbiamo ricevuto. Du bist ein Erbe. Sei un erede. Der Herrlichkeit, der Ewigkeit. Du bist ein Erbe des himmlischen Jerusalems. Sei un erede di Gerusalemme. Dein Erbe ist, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Sei un erede. Ist das nicht herrlich? Non è meraviglioso hey, ciò? Hey, mein Papa ist Gott. Mio papà è Dio. Amen. Amen. Dein Papa ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Il tuo papà è il creatore del cielo e della terra. Das ist doch unglaublich, oder? È meraviglioso ciò. Halleluja. Halleluja. Okay. Okay. Vater, wir danken dir jetzt in dem Namen Jesus und wir wollen uns jetzt einfach bei dir bedanken, dass du uns Jesus nicht vorenthalten hast, dass du ihn auf deinem Schlachtplan gehabt hast vor Grundlegung der Welt, Herr. Wir danken dir, dass du ihn bestimmt hast für diesen Moment und dass du ihn geoffenbart hast in diesen letzten Zeiten, Herr. Danke sei dir, Vater, dass durch Jesus alles mit dem Himmel versöhnt wurde und alle das gleiche Vorrecht haben, Herr. Die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten. Danke für dein Opfer, Vater, in Jesu Namen. Amen.